Ich habe immer noch so einen roten Flecken. Bin ich verletzt? Ist hier was zum Aufsammeln? Nö. Hier aber, ne? Oder? Ja, ja, ja. Die Stall. Ja, wir werden jetzt immer alles einsammeln, was uns so auf dem Weg liegt. Wenn wir was... was finden? Beinwellen. Ich meine, mit Maus und Tastatur, da schlafen wir immer die Finger ein. Naja, wir versuchen es trotzdem mal. Weil ja der Axel sagt, vielleicht sollen wir damit spielen. Vielleicht wird es damit besser. Gerade was so Verteidigung angeht. Aber gut. Wir versuchen es mal. Hier gibt es viel, viel, viel Kräuter. Wir sammeln alles ein. Das können wir alles schon verkaufen. Wir brauchen ja Kohle. Guck mal, wir sehen irgendwie ein bisschen kränklich aus. Also die... Als wären wir nicht ganz... Na, wir sind ja auch nicht ganz gesund, ne? Der rote Balken, guck mal. Der wird doch nicht langsam klein, oder? Da, 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 da. Wir sammeln, wir sammeln. Ja, wenn wir schon mal hier sind, ne? Und das hier rumsteht, dann können wir das auch machen. Und dann hoffen, dass wir genug Kohle kriegen für das Rezept. Aber um richtig Kohle zu machen, ich meine, das dauert ganz schön lange, ne? Oder muss man viele, viele Kräuter verkaufen. Aber ich denke mal, da gibt es doch irgendwie einen Weg, um an gut Kohle ranzukommen. Ach ja, stimmt. Der hatte ja, Axel hat ja auch gemeint, bei Müller, der kauft auch gerne Diebesgut. Durch das Diebesgut, was wir hier mit eingesammelt hatten an Rüstung, da wurden wir verhaftet. Ich glaube, daran lag es ja auch, ne? Also falls wir nochmal irgendwie wieder Diebesgut haben, auch wenn die Rüstung uns dann ein bisschen besser ist, sollten wir die vielleicht erstmal verkaufen, um Kohle zu machen. So. Mann, 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 hier wächst ja alles so viel. Du hast ein Nest entdeckt. Wo ist ein Nest? Irgendwo ist ein Nest. Auf dem Boden? Ein Bodenbrüter? Keine Ahnung. Kräuterkunde, alles klar. Ja, Diesel. Wo ist denn hier Nest? Hallo, Nest? Wir können es auch nicht allzu viel einsammeln, sag ich mal, ne? Sonst überladen wir uns ja auch wieder. Ich habe ja doch gar nicht geguckt beim Verkaufen, ob wir da was in der Satteltasche haben, vom Pferd. Komm, sammel... Oh Gott, bis wir da zu dem Typen hinkommen. So, oh, zu schnell gedreht. So, hier schläft die Hand ein. Ja, ja, wum, wum. Huschi, huschi, komm, auch mitnehmen. Zumindest, ich meine, ich bin immer ganz froh, wenn der Axel mir da so einige Tipps gibt. Ist ein alter Hase. Er hat ja mal geschrieben. Er hat das schon zweimal durchgespielt. So. Da ist, irgendwas müssen wir hier finden, ne? Hier ist nichts. Mit ihm hatten wir da auch schon geredet. Ewig still? Nein. Oh. Pass doch auf. Ja, ja, ist ja gut. Mit ihr nochmal reden? Ah ne, kann Oppo stehlen. Können wir aus dem Topf was essen? Nö. Setzen. Sich waschen. Ja komm, waschen wir uns mal. Aber wir hatten hier doch schon alles untersucht, ne? Hund, okay. ist ein Pferd. Das ist ein totes Pferd. Trampel auch mit Pferd umher. Hier ist eine Kiste. Wir können das Schloss knacken. Reden? Wo warst du? Ach da. Wir haben einen der Saubande tot im Wald gefunden. Die anderen sind bestimmt über alle Berge. Im Wald? So, hast du etwas herausgefunden? Wo ist er? Das sehe ich mir an. Hast du was erfahren? Nein, er war bereits tot. Geh und sieh ihn dir an, wenn es dir beliebt. Einer meiner Männer hält dort noch Wache. Okay. Wo genau ist er? Etwas nördlich von Neuhof im Wald. Du kannst es nicht verfehlen. Etwas nördlich. So. Danke. Im Wald? Das werde ich mir ansehen. Möge Gott über dich wachen. Durchsuche den Banditen. Jetzt mal kurz Karte gucken. Das ist ja immer nur noch unser Zielpunkt, ne? Den Marker. Nehmen wir mal weg. Nördlich im Wald. Das müsste ja dann hier... Ist das hier? Durchsuche die... Ach, da ist er. Ah, alles klar. Ich will dichter ran. Komm, 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 komm. Dichter geht's gar nicht. Gerade? Okay. Ach, hier ist das Nest. Oh. So, hier wollen wir hin. Das hatten wir ja letztes Mal... Haben wir ihn gar nicht gefunden gehabt, ne? Okay. Wobei, wir waren ja hier schon auf der Spur... So. Na, Bauer, Johann? Ja. Ja, ich weiß, ich weiß. Guck hier. Bup, er fängt schon wieder an zu sammeln, der Terra. Mann, Mann, Mann. So. Frage? Pferd? Wie war das nochmal? Nee, springen. Jetzt muss ich mir erstmal wieder an die Tasten gewöhnen. Nein. Zurück. Das ist der Langbogen. Da nimmt er das Schwert, niedrige Werte. Ja, ja, okay. Steck weg. So. Na gut, machen wir es ohne Pferd. Will auch jetzt mal so hin. Nehmen wir noch ein bisschen weit auf. Ach da, Diesel. Denn sie sind ja gleich überladen. Pass auf. So. Nördlich im Wald. Johanniskraut. Na, ist ja schön. Ui. Nehmen wir auch mal ein bisschen mit. Wenn wir schon mal hier sind, ne? So. Auf dem Weg dahin. So, da, 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 da. Mal gucken, wo uns das hinführt. Was wir da so finden. Nördlich im Walde. Was ist das hier? Können wir das nicht nehmen? Nee? Gut. Salbei. Können wir sicherlich alles ganz gut beim Alchemisten verkaufen. So. Gibt es hier irgendwie was? Oh. Die Musik sagt da schon wieder alles. Da ist noch eine Wache, hat er ja gesagt. Ne? Da muss da noch irgendeiner stehen und Wache halten. Aufgabe begonnen. Erkundige Lichtung im Wald. Lichtung. Lichtung. So, ich denke mal, wird hier hinter sein. Irgendwo, ne? Denke ich mal. Durchsuche die Banditen? Was ist das hier? Okay. Durchsuche den Banditen. Ach, da ist die Wache. Stehlen? Nein, ich will nichts stehlen von ihm. Ich bin ganz lieber. Körper aufheben, plündern. Ach. Pack das Ding wieder weg. Falsche Taste. So. Können wir aufheben oder plündern? Weiß nicht, ob das was bringt. Hallo, darf ich plündern? Mal schauen. Blutiger Hufkratzer. Oh. Zustand 100%. Billiger Wein. Könnten wir aber auch gut verkaufen. Braune Beilinge können wir verkaufen. Das würde Geld bringen, ne? Gepolsterte Beilinge bringen Geld. Groschen. Ist jetzt die Frage... Langstreckenfall. Oh. Vielleicht sollten wir ihn auch erstmal aufheben und wegtragen, ne? Mal sehen, ob er was sagt. Tja, überfüllt. Wir tragen ihn mal außer Sichtweite, oder? Kann er uns nicht sehen? Nö, nö. Wie fallen lassen? Plepp, plepp. So. Plündern wir nochmal. Hä? Was ist das? Was? Wo? Wie? Wer redet denn jetzt auf einmal da mit mir? Der andere? Der Wachposten? Hm. Hoffen wir mal nicht, oder? Die Lichtung. Wir gehen mal kurz raus, bevor wir jetzt da mal was mopsen. Hier ist aber nichts zu sehen. So. Wir werden es einfach jetzt mal machen. Wo liegt er jetzt? Da ist er, liegt er noch. Mal schauen. Was bringt am meisten Kohle? Braune Beilinge? Stehlen. Die Groschen könnten wir ja mal, ne? Alle natürlich. $120, der Jagdhandschuhe. Gepolsterte Beinlinge könnten wir vielleicht auch selber gebrauchen, ne? Plattenellbogen, Kachel. $63 von $79. Wir haben also noch Zeit oder noch was zum Zack. 71 Jagdstiefel, ja. Trinkwasser, Platten, Ellbogenkachel, gibt viel Geld. Haben wir doch jetzt gerade schon gemobst, ne? So. Ich mobs das jetzt mal, was ein bisschen teuer ist. Ich hoffe mal, wir kommen wieder zurück zu ihm. So. Waffen, Fackel, Rüstung, hatten wir alles, Nahrung. Der Zustand, naja, billiger Wein. Das lassen wir nochmal. Questgegenstand, blutiger Hufkratzer. Jo, den brauchen wir. Ein Hufkratzer. Jemand in Neuhof muss mehr darüber wissen. Yep. Sonstiges. Was sagt unsere... Ohoho, gerade so. Aber wir sollten, glaube ich, mal zum... Finde den Besitzer des Hufkratzers in Neuhof. Ja, ja, ist mir schon klar. So, erkundige die Lichtung im Wald. Haben wir auch alles erledigt. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Jetzt hätte ich gerne meinen Hautehü, dann könnten wir ja mal, oder... zum Bauern reisen. Vielleicht sollten wir so zum Bauern mal reisen. Wurscht. Rathaer Mühle, Schnellreise. Ja. Na klar. Lass uns da mal hinreisen. Ich hoffe, er kann es. Kauft uns das wirklich alles ab, dass wir da Geld kriegen, weil in der Stadt habt ihr festgestellt, ich weiß nicht, ob es jetzt, war ja als Plündern und Stehlen gedacht, ne? Wo wir das letzte Mal was hatten, da wurden wir ja verhaftet, wurden wir eingekerkert. Also hat uns das gar nichts gebracht. Und jetzt schläft natürlich der Bauer, ne? Nee, er ist noch da. Bauer! Willst du was kaufen? Gott sei mit dir. Ja, mit dir auch. Du bist noch wach, das ist gut. So. Ich möchte noch einen Diebstahl probieren. Na. Und erzählen wir von den anderen Müllern hier. Puh. Ich will auch... Nee, Turnier ja nicht. Erzähl mir von dir. Mal gucken. Kannst du mir etwas über die anderen Müller hier sagen? Es gibt ein paar, die demselben Handwerk wie ich nachgehen. Wolczek in Kohelnitz und Simon in Sasau. Toll, Wolczek. Was ist er mit Wolczek? Erzähl mir von Wolczek. Er ist ein junger Hitzkopf, aber wenn man ihn erstmal kennt, ist er kein übler Kerl. Sein Herz hat er am rechten Fleck. Aber wir haben immer hilfsbereit. Glaube ich, wir haben das ja schon mal alles durchgesprochen. Ne? Leider hat er einen Zwist mit diesem Wucherer, dem Händler Wolfram Bruder. Ist ein schleimiger Auswurf, das sag ich dir. Und jetzt sind sie Erzfeinde. Wolfram Bruder, so Simon aus Sasau. Was ist Simon aus Sasau für einer? Das ist ein komischer Kauz, ein Eigenbrötler, der kaum das Maul aufkriegt. Aber er ist verbissen wie ein Bluthund. Wenn der erstmal Beute wittert, lässt er nicht mehr locker, selbst wenn er dabei über Leichen gehen muss. Na toll. Ja, und nun? Ich dachte, wir könnten mit ihm handeln. Oder ist das... mach's gut. Ja, mach's gut. Oh, wir sind fast müde. Wir sollten manchmal auch wieder mal... Pelle. Ich frage mich jetzt gerade, warum dies, ob wir erst warten sollen, bis wir da dieses Kettendingsbums da... Ja, Bursche, Lust auf eine kleine Wette fürs Rathaer-Turnier? Ach du mit deiner Wette, du gehst mir auf den Keks mit deiner Wette. Ich gehe erstmal pennen. Ja. Gehe erstmal pennen. Den haben wir auch gleichzeitig abgespeichert, falls was passiert. Setzen. Nee, ich wollte schlafen. I wie Inventar schlafen. Okay. Was haben wir jetzt? Wir haben es dunkel. Ja, ja, ich weiß. Drin ist es heller, drin ist es dunkler als draußen. Wie lange möchtest du schlafen? Okay. Plus eine Stunde. 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden. Bis morgen um 6, ne? Dann werden ja wohl die anderen wach sein. Hoffe ich mal. Beginnen. Er schläft. Komfort 50, Sattheit, Energie, Gesundheit. Ja, gut. Da. Der Rote ist wieder gut geworden. Die Kette ist auch bald weg. Aufstehen. Komm. Oh, falsche Taste. So. Sie pennt noch. Einen Topf geben. Haben wir denn was zum Topf geben? Was sagt überhaupt unsere Hungerleiste hier? Blumenkind. Oh, wie schön, wie die Blumenkind. Stärke. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Charisma. 62. Oh Mann, oh Mann. Tja, sollten wir erstmal zurück. Aber wenn die noch alle pennen, das ist ja auch doof, wa? Waschen. So gut man sie ja an meinem Druck. Waschen geht. Ja, ja, alles klar. So. Jetzt möchte ich gerne mal wissen, wo mein Hottihü ist.